Die Atmung hat einen zentralen Punkt in unserem Leben. Und wie oft hast du schon deine Atmung beobachtet? Vielleicht kannst du dich daran erinnern, als du dir mit dem Hammer auf den Finger gehauen hast, dass du anders geatmet hast, als du bequem auf dem Sofa gelegen hast. Atmung passt sich immer den Lebensprozessen an. Und wenn wir die beobachten, stellen wir die Muster fest, die uns antreiben. Und dazu lade ich dich jetzt ganz herzlich ein, mit mir ein paar Atembeobachtungen zu machen. Setz dich bequem hin. Es ist nicht wichtig, dass du so in einem Sitz, wie ich jetzt sitze, sitzen musst, sondern du kannst dich auch auf dem Stuhl setzen, ganz bequem. Wichtig dabei ist nur, dass deine Wirbelsäule aufrecht ist und du wirklich gut atmen kannst. Nicht, dass du irgendwo schräg im Sessel hängst und sicherlich ist das bequem, aber zum Atmen ist das nicht wirklich gut. Aufrechte Haltung ist ganz wichtig. Und jetzt legst du einfach die Handflächen nach oben oder die Hände mit den Handflächen nach oben auf deinen Oberschenkeln ab und schließ die Augen, um einfach die Welt um dich herum zu vergessen. Wenn du die Augen geschlossen hast, kannst du dich viel besser konzentrieren und deine Atmung tatsächlich wahrnehmen. Immer dann, wenn ich jetzt sage Wechsel, drehst du deine Hände um und legst als nächstes deine Handflächen nach unten auf die Oberschenkel. Und beim nächsten Wechsel drehst du sie wieder um und lässt die Handflächen wieder nach oben schauen. In jeder Handflächenphase beobachtest du deinen Atem und versuchst festzustellen, ob sich was verändert. Also Handflächen nach oben, gerade hinsetzen und ganz sanft und ruhig atmen, ohne den Atem zu manipulieren. Lass ihn einfach kommen und gehen. Nehme den Punkt der Atemumkehrung wahr, aktives Einatmen und passives Ausatmen. Und jetzt wechsel einfach mal die Handflächen nach unten und schau, ob sich was verändert. Wechsel noch einmal, Handflächen wieder nach oben. Handflächen nach unten und nochmal schauen, hat sich tatsächlich was verändert oder ist dein Atem gleich geblieben? Letzter Wechsel, Handfläche wieder nach oben und ganz langsam die Augen wieder öffnen, sodass du wieder zurückkommst und wieder im Hier und Jetzt bist. Und die Frage wäre jetzt, hast du den Unterschied gespürt? War was anders, als die Handflächen nach oben waren? Hast du anders geatmet, als die Handflächen nach unten waren? Falls du das jetzt noch nicht wahrgenommen hast, kann ich dir verraten, dass immer dann, wenn wir die Handflächen nach oben haben, wir viel tiefer in die Lungenstrukturen einatmen können und dementsprechend auch mehr Sauerstoff ins System bringen. Das heißt, immer dann, wenn wir Dinge annehmen, die Handflächen nach oben haben, sind wir offener für eine positive und gute Atmung. Deshalb immer dann, wenn du Atemübungen ausführst, setz dich so hin, dass deine Handflächen nach oben zeigen, du die Augen schließt, die Wirbelsäule gerade ist und dich ganz dem Prozess hingibst. In den nächsten Tagen kannst du all deine Alltagssituationen einfach mal überprüfen. Wie atmest du im Büro? Wie atmest du am Telefon? Wie atmest du, wenn du dich ausruhst oder wenn gerade eine stressige Situation passiert? Das ist ganz wichtig, dass du den Atem wirklich beobachtest, um dein Muster zu erkennen und dementsprechend entgegenzuwirken dem, was du gerade suchst. Atmung ist ein entscheidendes Tool und ein ganz wirkungsvolles Instrument. Wenn du lernst, deinen Atem zu kontrollieren, dann lernst du dein Leben zu kontrollieren. Und darum geht's doch. Dir soll es gut gehen, du sollst dich gut fühlen und einfach gut durchatmen. Wenn dir die Atembeobachtung als einer der leichtesten Übungen gefallen hat, dann kannst du die Steigerung in den folgenden Videos finden. Lass dich dabei weiter faszinieren und mach einfach mit bei den leichten, einfachen Atemübungen, die du überall und jederzeit machen kannst.